Die letzten 7 Jahre der Erde. Der Fahrplan Gottes. Was in Kürze geschehen wird. Das Ende einer Erlösungsperiode und damit das Ende dieser Welt steht unmittelbar bevor, vor dem Gott durch die Propheten seit Jahrtausenden warnte. Irgendwann wird diese Zukunft zur Gegenwart. Wir leben in dieser Zeit. Und auch heute gibt der Herr weder Zeit noch Stunde bekannt, weil die Menschen dann zu einem wertlosen Glauben an Gott gezwungen wären. Dafür gibt er aber Warnungen und Hinweise auf seine Zeichen in der Natur. Es war schon immer so. Gott gab und gibt uns immer vor welterschütternden Ereignissen durch sein Wort, aber auch durch Zeichen kund, was geschehen wird. Und so nimmt es nicht Wunder, sondern ist eigentlich ganz selbstverständlich, dass der Vater im Himmel vor dem unmittelbaren Ende der Zeiten mittels einer Prophetin durch sein Wort uns aufzeigt, was in Kürze geschehen wird. Denn irgendwann einmal ist das vor dem so oft gewarnten Geschehen, das Ende der Welt da. Und selbstverständlich wollen weder Kirche noch Welt davon wissen. Dennoch mehren sich jetzt die Zeichen, von denen in der Bibel geschrieben steht, und so ist es gut zu wissen, was Gott der Herr unserer Generation zu sagen hat, außerhalb der weltlichen Organisationen. Viele seiner Mägde und Knechte der vergangenen Jahrhunderte hatten seine Stimme im Herzen vernommen und für die Generation im deutschsprachigen Raum, die das Ende jetzt erleben wird, war es Bertha Dudde, geboren 1891 in Liegnitz, Schlesien, die von 1937 bis kurz vor ihrem Heimgang 1965 täglich das Diktat Gottes im Herzen erhielt, um die Prophetie aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament zu erfüllen. Dass nämlich Gott, bevor Großes geschieht, die Menschen in jedem Sprachraum durch Werkzeuge seiner Wahl warnt, auf dass noch die eine oder andere Seele gerettet wird. Er offenbart uns den Sinn und Zweck des Erdenlebens und sein Erlösungswerk durch Jesus Christus, in dem Gott Fleisch angenommen hatte, aber auch das Ende dieser Welt. Der Ablauf der Endzeit ist nur ein kleiner Teil der insgesamt 9000 Kundgaben. Und demnach gliedert sich der Ablauf der Endzeit in groben Zügen, hier in Stichworten wiedergegeben wie folgt. Der Eingriff Gottes. Ankündigung einer weltweiten Naturkatastrophe, wie es die Welt noch nie erlebt hat, durch den verheißenen Feind aus den Lüften, einen Stern, durch dessen Annäherung die Erde weltweit in Trümmer gelegt wird. Die Elemente werden auf die Menschheit losgelassen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Warum? Um einen weltweiten Krieg zwischen den Nationen zum Schrecken der Herrscher zu beenden, der nach dem Hinscheiden eines irdischen Machthabers plötzlich und für niemanden mehr beherrschbar beginnt. Auszug aus Kundgabe 4493. So euch Kunde zugehen wird vom Hinscheiden eines irdischen Machthabers, dann seid ihr an dem Zeitpunkt angelangt, den ihr den Anfang des Endes benennen könnet. Dann wird die Welt zu einem Brandherd werden, die Flammen werden auflodern, hemmungslos wird der Hass wüten und die Menschheit wird von Grauen erfasst werden, denn sie ersieht sich keinen Ausweg mehr aus der Gefahr, die unabwendbar ist. Offenbarung 16, Vers 18. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde waren, solch ein Erdbeben so groß. Hergang der Katastrophe. Gott selbst offenbart uns die Vorzeichen und den Ablauf der kommenden großen Naturkatastrophe und begründet diese.
Auszug aus Kundgabe 4493. Eine Naturkatastrophe wird die Erde heimsuchen und die Kämpfenden auseinanderreißen. Es wird ihnen eine Macht gegenübertreten, der keiner der Streitenden gewachsen ist. Stunden nur wird dieser Vorgang dauern, aber eine völlig veränderte Weltlage schaffen, völlig veränderte Verhältnisse und ein anfangs unübersichtliches Chaos. Größte irdische Not und unsagbar viel Trauer und Not unter den Menschen. Matthäus 24, Vers 29. Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Der Glaubenskampf. Glaubensabfall der Lippenformchristen und deren Lohn in der Welt. Not, Verfolgung und Schutz der wahrhaftigen Gläubigen durch Gott nach der großen weltweiten Verwüstung durch das Wüten der Elemente, ausgelöst durch den Stern, der sichtbar auf die Erde zukommt. Der Antichrist, Satans, Luzifers persönliches Auftreten in Menschengestalt nach der großen Katastrophe und somit kurz vor dem Ende dieser gegenwärtigen Welt auf der Erde. Der Vorläufer Christi. Gleichzeitiges Auftreten des Johannes, Elias, der letzte Rufer in der Weltwüste, seine Mission und sein Ende. Die Wiederkunft Christi, die allen lebendigen Gläubigen sichtbare Wiederkunft unseres Erlösers Jesus Christus. Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen, und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Die Entrückung. Vorgang der Errettung der getreuen Christi, die unter schwerster Verfolgung geprüft und in der letzten Stunde der Erde entrückt werden, vor den Augen ihrer Verfolger. Matthäus 24, Vers 31. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Die Umwandlung der Erde. Die Menschen selbst sind es, die durch Experimente in der Tiefe der Erde eine Zerstörung allen Lebens auf Erden bewirken, was Gott zulässt und wodurch sich jene Anhänger Satans selbst richten. Alles Lebendige auf Erden geht in einem Feuerball auf. Die Neubannung. Auflösung aller Seelen, die das Leben auf Erden vergeudet haben, anstatt vollkommen zu werden. Ihre Bannung in materielle Formen der neuen Erde als erneuter Gnadenakt Gottes. Die neue Erde. Die zuvor Entrückten werden auf die neue Erde, die aus dem Willen Gottes heraus als ein neues Paradies entsteht, als neues Menschengeschlecht gesetzt, wie es geschrieben steht. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr.